Wir als Mitarbeiter vom Kantonsspital Graubünden sind sehr stolz auf die neue Sliding-Gantry-Anlage, die wir bei uns in Betrieb kennen. Es ist eine Weltneuheit, die hier in Graubünden jetzt erstmalig installiert worden ist und im Kantonsspital Graubünden jetzt für unsere Patienten zur Verfügung steht. Das erste Einsatzgebiet der neuen Sliding-Gantry-Anlage, die das Kantonsspital im Einsatz hat, ist der planbare Einsatz von computertomografischen Untersuchungen für unsere Patienten. Das zweite Einsatzgebiet der Sliding-Gantry-Anlage ist der Einsatz im Schockraum, das heisst der diagnostische Einsatz beim schwerstverletzten oder schwerkranken Patienten. Die Patientin wird von der medizinisch-technischen Radiologieassistentin auf den CT-Tisch gelagert. Dazu ist wichtig zu erkennen, dass der CT-Tisch fest ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu allen anderen CT-Anlagen, wo der CT-Tisch sich bewegt. Das ist auch etwas, was der Patient als Komfort wird empfinden während der Untersuchung. Dann wird die Platte von dem CT-Tisch ausgefahren und die Sliding-Gantry-CT-Anlage zum Patient gebracht. Also die Maschine kommt jetzt zum Patient und nicht der Patient geht zum CT. Dabei ist für uns enorm wichtig, dass wir mit der modernsten Technologie, die Siemens uns hier bietet, auch eine massive, deutliche Strahlenreduktion erreichen. Das ist wiederum etwas, was die Sicherheit des Patienten erhöht. Es ist während der planbaren Untersuchung jederzeit möglich, dass ein sogenannter Schockraumalarm ausgelöst wird, dass ein schwerkranker oder schwerverletzter Patient angemeldet wird, ganz speziell bei uns als Zentrumspital für die Behandlung von Schwerverletzten. In so einem Moment wird der diensthabende Oberarzt vom Rettungsdienst über den Patienten und den Zustand des Patienten telefonisch orientiert. Schädel, Hirntrauma, Abdominalverletzung und Beckentrauma. 15 Minuten seid ihr da. Er löst darauf einen Schockraumalarm aus. Damit werden ein Schockraumteam aus verschiedenen Berufsgruppen zeitgleich aufgeboten. Und das Schockraumteam findet sich dann umgehend in unserem Schockraum ein. Wenn das Team sich im Schockraum trifft, findet ein sogenanntes Briefing statt, eine Vorbesprechung, Vororientierung durch den Traumaleader. Das ist der Kaderarzt der Chirurgie, der das ganze Team informiert über den Zustand des Patienten und über die ersten Schritte, die zu erwarten sind. Dazu gehört auch die Vorbereitung der CT-Anlage. In dem Moment wird die Sliding-Gantry-Anlage in den Schockraum übergefahren und entsprechend vorbereitet zu der nachfolgenden Untersuchung. Der Patient wird uns vom Rettungsdienst, das kann örtlicher Rettungsdienst sein oder Präga, direkt in den Schockraum gebracht. Dort, nach Eintreffen im Schockraum, übergibt die Rettungsmannschaft da jetzt mit einem Notarzt an unser Traumateam. Der Chef dieses Teams ist der sogenannte Traumaleader. Das ist ein Oberarzt, also ein Facharzt, der mit dem Notarzt jetzt die Übergabe macht. Der Rapport findet statt unter Aufmerksamkeit vom gesamten Schockraum-Team. Niemand soll während dieser Zeit einem Patienten oder seinem Gerät arbeiten, sondern die Aufmerksamkeit gilt voll und ganz einem Notarzt, der rapportiert. Weil für uns die präklinischen Informationen zum Zustand des Patienten über die Unfalldynamik und so weiter sehr wichtig sind, ist es unerlässlich, dass der Traumaleader im Anschluss an den Übergaberapport ein Timeout macht, das heisst eine Zusammenfassung macht und die gewonnenen Daten und Informationen nochmal wiedergibt. In dem Moment kann auch der Notarzt oder das Rettungsteam nochmal ergänzende Informationen an uns weitergeben. Da wir im Normalfall keine genauen Angaben zum Verletzungsmuster haben beim Eintreffen des Patienten, ist es sehr wichtig, dass wir den Patienten sehr schonend auf unserer CT-Tiste umlagern. Wichtig dabei ist, dass das Kommando beim Kopf bleibt, der Mitarbeiter, der den Kopf betreut, ist in dem Moment der Rettungsdienst, ist verantwortlich dafür, dass das schonend passiert. Jeder Mitarbeiter weiß genau, wo seine Position ist und was seine Aufgabe ist, in dem Moment, wo der Patient dann schonend umgelagert wird. Ja, wir haben ihn mit 100% Sauerstoff beatmet. Physikaler Atemkrausch beidseits und ein gespanntes Abdomen. Wir würden jetzt, wenn es geht, A und B stabil sind und kontrolliert, dann machen wir zum CT.
In dem Moment kommt der Sliding Gantry noch nicht zum Zug. Vorerst wird der Patient jetzt auf dem CT-Tisch korrekt positioniert. Dazu gehört einerseits die Lagerung der Arme. Es ist enorm wichtig, dass die Arme nicht über dem Brustkasten, also nicht links und rechts vom Brustkasten liegen, weil das wird die Bildqualität deutlich reduzieren, gerade im empfindlichen Bereich vom Oberbauch, wo man Leber und Milz findet. Dementsprechend müssen die Arme korrekt gelagert werden vor der Patient. Das neue Gerät ermöglicht uns auch den Ablauf, die klaren Richtlinien nach ATLS teilweise zu verändern, insbesondere im C, also in der Kreislaufbeurteilung. Da ist einfach klar, dass je früher man über Blutungsquellen klare Informationen hat, weiss, was blutet, dementsprechend kann man früher zielgerichtet die Blutungsquelle auch therapieren. Und das ist ein grosser Vorteil gegenüber für frühere Situationen, wo Transport notwendig war, wo Umlagern notwendig war. Da war die Gefahr oder die Gefährdung für einen Patienten zu gross, um diese aufwendigen Untersuchungen durchzuführen. Neu kann man jetzt in dieser Situation auch bei einem Patienten, der nicht stabil ist von seinem Kreislauf, wo eine gewisse Dynamik erkennbar ist, dass er sich verschlechtert, eine CT-Untersuchung machen. Nachdem die Vorbereitungsarbeiten für den Scan abgeschlossen sind, verlässt das ganze Schockraumteam, sofern der Zustand des Patienten das erlaubt, der CT-Raum, der Schockraum, und begibt sich in eine strahlengeschützte Umgebung. Die Röntgenassistentin löst dann die Untersuchung aus und das CT-Gerät fährt dann von Kopf bis Fuß über den Patienten. Dabei muss der Patient nicht mehr umgelagert werden, es müssen nicht Arme nach oben umgelagert werden oder ein Stopp gefahren werden. Bilder, die die Sliding Gantry-Anlage von Siemens produziert, die werden quasi in Echtzeit direkt am Radiolog übermittelt. Der Radiolog sieht der auf seinem Betrachtungsmonitor und macht dort zusammen mit dem Traumaleider eine erste Befundung von den augenfälligsten Verletzungen oder Krankheiten, die der Patient zeigt. Nach dieser ersten Befundung durch den Röntgenarzt und den Traumaleider werden die nächsten Schritte definiert, das heisst, der Behandlungsplan für die nächsten Minuten wird festgelegt. In dem Fall, bei dem schwer verletzten Patienten, wo wir eine hochgradige Verletzung von der Leber haben, mit einer aktiven Blutung in freien Bauchraum, mit einem hämorrhagischen Schockzustand des Patienten und einer Beckenringverletzung, einer instabilen Beckenverletzung, entscheidet sich der Traumaleider, der Patient direkt in Operationssaal zur Notfalloperation zu verlagern. Bei allen anderen Patienten geht die Erstversorgung im Schockraum weiter. Dazu gehört die Stabilisierung des Patienten, die erweiterte Diagnostik am Patienten und die Definition des weiteren Behandlungsplans.